Therapie. Aber da machen wir nicht. Wir gehen erstmal ein bisschen. Danny, der Traum wird wahr! Radio Libertad, Baby! Okay, du bist auf Sendung? Nein, aber wir sind so verflucht nah dran, ich kann's schon riechen! Komm auf meine Ranch! Warum? Weil ich da bin. Ist das nicht Grund genug? Okay. Aber erst nach der Schatzsuche. Ich möchte was zum Erfahren. Ihr habt hier gerade zufällig nichts zum Erfahren, wa? Nee. Großer Panzer. Den ich hier brauchen kann. Na gut. Dann müssen wir halt zu Fuß. Oder wir finden noch ein Fahrzeug. So rein zufällig. Ich laufe mal hier lang. Warte mal, hier ist ein Auto. Schnell runter gefunden. Ach, echt? Ich seh dich! Ich auch. So. Da unten soll ich nie wieder hochkommen. Ah, gut. Warte mal, gibt es hier eine Höhle oder sowas? Nee, das nicht. Muss ich erstmal hier irgendwie wieder rauskommen. Aber hier ist noch was. Das will ich noch tun.
Schnurrschiss. Danke, danke. Neue Probleme. So, da lang. Pauline, lass mich raten, das ist diese Spatzsuche, wa? Das ist diese Schatzsuche, wa? Ich glaube ja. Die vermisste Muse. Ist aber die Frage, wo? Okay, aber sie hatten keine Orangen mehr. Tomaten auch nicht. Das ist doch ein schönes Plätzchen zum Angeln. Irgendwie entspannt. Eso. Schlecht. Na ja, gut. Wie gut beim Haken. Na, sieht ja noch aus. Super. Jetzt nur einen. Haha, dich war. Junge, das läuft ja. So, dann machen wir nochmal hier.
Das war Schritt 1 im Therapieplan dieses Spinners. Dr. Dabalos, hier Dani. Ich hab was gefangen. Muy bien. Meine Behandlung wirkt, Dani. Ja? Ich spüre nichts. Genau. Zeit für Schritt 2. Ich will, dass Sie Pelikane für mich füttern. Warum? Dani, wollen Sie Ihre Chakren öffnen, mit den Kristallen harmonisieren und Ihr negatives Ungleichgewicht loswerden? Oder nicht? Ich versuche immer noch zu verstehen, was das überhaupt heißen soll. Machen Sie einfach mit Schritt 2 weiter und füttern Sie die scheiß Pelikane! Okay, okay. Ja, gut, okay, meine Fresse. Dann machen wir hier halt ein bisschen... Einen Augenblick mal. Wo ist denn jetzt mit seinen Pelikanen? Immer noch die Scheiße hier, oder was? Wo finde ich jetzt Pelikane? Das ist ja diese Schatzsuche. Pelikane. Wo finde ich die? Gibt's hier auch welche? Oder gibt's hier auch keine? Normalerweise sind sie an der Küste zu finden, ist ja toll. Vielleicht schlafen die auch gerade. Meistens an der Küste. Ja, dann füttern. Hast du Hunger, Chico? Bitte schön. Das macht irgendwie Spaß. Hier noch einer. Wenn wir mal rein zufällig hier schon sind. Was denn los? Hast du Hunger oder was? Komm. Willst du noch was? Dann halt nicht. Nee, doch nicht. Okay. Halt weiter. Hey Vogel, ist da Fisch? Hola, also ich habe die Pelikane gefüttert. Sie, die Kristalle haben es mir geflüstert. Muy bien, Dani. Dann folgt jetzt Schritt 3. Und wie sieht der aus? Füttere ich jetzt Hunde oder Hühner oder so? Nein, Hunden kann man nicht vertrauen. Und Hühner sind nicht real. Sie sollen meditieren. Meditieren? Wo? Hier? Nein, seien Sie nicht albern.
In einem Adlerhorst an einer Klippe. Schwierig, da hochzuklettern, und in der Nähe ist eine kaputte Brücke. Also seien Sie vorsichtig. Was? Ach, Gornio. Ich soll was machen? Oh, leck mir Morsch. Der Typ ist schon ein bisschen im Kopf kaputt, oder? Kann das sein? Der Doktor kommt ja auf Ideen. Entspann dich. Scheiße. Ich sehe dich. Angel ein bisschen. Aua. Was mit dir? So, wir haben die, wir haben, ja, warte mal, hier, die kann ich also nicht an der Werkbank verbessern. Dann lass mich mal. So. Und mein Licht geht gerade mal an und aus. Total toll. Da muss ich irgendwann auch nochmal nachgucken. So. Was ist hier los? Ich will meditieren. Er empfiehlt Entspannung. Naja. Der Weg schon dorthin, ja, ist ja total tiefenentspannt. Ist da was, das machen wir danach. Nachdem wir eine Runde meditiert haben. Scheiße. Wie soll ich denn darauf kommen? Clara, heute ist mein Glückstag. Ich habe gerade Marias Fernsehstudio gefunden. Gut, wir glauben, dass Sie da einen unserer Leute gefangen halten. Befrei ihn und denk dran, dass dort ein Großteil von Castillos Propaganda produziert wird. Also richte ruhig ein bisschen Schaden an. Verstanden. Danke, Clara. Alter, was für ein harter Weg hier hoch.
irgendwo hier drin. Und weiter geht's. Und passen Sie auf. Ja, der Berg ist auch wesentlich fast 3 Kilometer entfernt. Wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Ach du Scheiße. Wie soll ich jetzt... Spinner meinte, der Adlerhorst wäre auf der Spitze dieses Mogote. Warte mal. Inga, nicht jetzt! Dani, wie geht es Ihnen? Nicht jetzt! Wie soll ich denn darauf kommen? Hey. Hätte man mir mal auch sagen können. Ich hoffe, das lohnt sich. Ja, das hoffe ich auch. Ja, nee, ist klar. Ich bin auch richtig, oder? Ah. Ich verstehe. Das hat gut getan. Ja, ich bin's. Ich habe also in einem scheiß Adlerhorst meditiert. Und? Und es war schräg. Aber irgendwie entspannt, glaube ich. Wenn Chakren reden könnten, würden sie ihnen danken. Sie sind bereit für den nächsten Schritt. Dieses Mal sollen sie Fallschirm springen. Okay, das klingt lustig. Sehen Sie, so schräg ist mein Programm gar nicht. So weit würde ich nicht gehen. Dani, wer ist hier der Arzt und wer der Patient? Ich weiß es nicht mehr. Genau. Finden Sie einen hohen Absprungort und werden Sie eins mit den Wolken, Dani. Ach.
Ja, den hohen Absprungort habe ich ja schon gefunden. Dann gehen wir jetzt hin. Und springen einfach runter. In welche Richtung geht denn das dann? Nicht, dass ich jetzt zu weit fliege oder so. In der Richtung. Radio Libertad. Ja, da könnte man ja auch gleich dahin gehen. So. Oder dahin. Dann haben wir eins mal gefunden. Ich brauche einen höheren Startpunkt. Höheren. Wie hoch soll er denn sein? Probier's mal. Dani, hier Dr. Dam. Okay. Ich bräuchte eher was zum Fliegen. Und dann rausspringen. Das wäre vielleicht doch einfacher. Okay. Aber wenigstens hat er gespeichert. Wir sind ja hier. Das könnte eventuell... Dani, hier Dr. Davalos. Nicht jetzt! Bist du schon beim Zoo? Nein. Wie hätte ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Melde mich, wenn ich da bin. Haha, ja! Dr. Davalos. Dani, sind Sie eins mit dem Cumulonimbus geworden? Keine Ahnung, aber es hat sich gut angefühlt. Sehen Sie, spirituelles Wachstum. Jetzt möchte ich, dass Sie etwas Nettes zu Ihren Feinden sagen, wenn Sie sie ermorden. Keine Schusswaffen. Was? Dani, stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Sie stehen am Rand eines bedeutenden spirituellen Durchbruchs, aber Sie müssen alle Schritte durchführen. Die Kristalle haben gesprochen. Ah, okay. Ah, ein Takedown. Da muss ich denn ein bisschen...
Gut, dann für 3 Stück. Na super. Sogar Eva machen können, wa? Talia, ich bin beim Zoo. Gut, ich bin oben auf Labadidorda, dieser riesigen Schiffsschaukel. Okay, ich finde dich. Ah. Ja, geht's ja auch auf. Ah, okay, ich hab eine